Willkommen zu unserer Präsentation, wir sind B-Post. Stefan, Marc. Und Beatvote ist so eine Art Musiknetzwerk. Da geht es vor allem darum, dass für beide Seiten, also für den Zuhörer und für den Produzenten von Musik, halt eine Möglichkeit ist, das zu benutzen. Für den Zuhörer ist es das neue Musikentdecken und halt zu sehen, was gerade so neu rauskommt und auch von unbekannten Künstlern Zeug zu sehen. Während für den Produzenten, der kann sehen, wie seine Musik bei den Zuhörern ankommt. Und ja. Dann schauen wir uns unser Projekt mal an. Also wenn man als ganz normaler Nutzer erstmal auf die Seite kommt, findet man erstmal sozusagen den Button Start Listening, womit man sich dann zufällig ausgewählte Tracks anhören kann. Dort findet man außerdem einen Button für Upload, Download und für Skip, also wenn einem halt das Lied gefällt, nicht gefällt oder halt wenn man das Lied überspringen möchte. Ja, dann kann man sich auch anmelden bzw. registrieren. Das ist vor allen Dingen für Publisher sehr interessant, weil man dadurch eigene Musik auch hochladen kann bzw. Sein Konto mit einem Konto von oder mit seinem Soundcloud-Konto verknüpfen kann, um Tracks auf der Plattform zur Verfügung zu stellen. Ja, das Ganze demonstrieren wir hier mal. Also wir suchen uns einfach einen Soundcloud-Link von unserem Profil raus. Laden das hoch und schon erscheint auf unserem Dashboard der neue hinzugefügte Track, welcher jetzt erstmal noch 0 Upvotes, Downvotes und 0 Skips besitzt. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal ein paar Tracks anhören. Beispielsweise diesen, den können wir jetzt mal mit einem Download bewerten. Dann springen wir halt automatisch zum nächsten weiter. Ja, und jetzt hören wir schon den neu hinzugefügten Track, den wir jetzt auch mal mit einem Upvote bewerten können. Dann wird einem automatisch auch der entsprechende Titel und ein Soundcloud-Link angezeigt. Und in unserer Statistik sieht man, dass der Titel halt ein Upload bekommen hat. Und somit weiß halt der Publisher, wie seine Tracks entsprechend beim Publikum ankommen. Ja, das haben wir am Wochenende so gemacht. Und da hatten wir eigentlich eher weniger Probleme. Ein Problem, was wir hatten, war die Soundcloud-API zu benutzen, weil darüber läuft das Ganze. Aber das haben wir dann auch rausbekommen und wir haben auch viel darüber gelernt, über die Soundcloud-API und in Zukunft können noch ein paar Feature dazukommen, wie eine Upload-Historie, dass man alles sieht, was man halt geuploadet hat oder dass wir die User ein bisschen mehr vernetzen, dass man zum Beispiel die geuploadeten Tracks von deinen Freunden hören kann. Und ja, danke fürs Zuhören.